Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted, zu Lost Legacy. Weiter geht's! Lächeln, Asaf. So, einmal ein Foto gemacht. Ich glaube, da auch müssen wir. Komm schon, ich helfe dir hoch. Ja. Na bitte. Und hoch hier. Wow. Rutschparty. Da, war gar nicht so übel. Und jetzt? Geduld. Daneben gesprungen. Oder war es gar nicht der Weg, wo ich hinspringen musste? Ach nee, ich musste da hinspringen. Und hoch. Echt jetzt? Echt. Schön vorsichtig. Sicher, dass das sicher ist. Und hier lagen. Da hinten ist ein Gegner, das sehe ich jetzt schon. Ah ja. Das ist praktisch das Kletter-Tutorial. Dir ist klar, dass wir uns von Asafs Versteck entfernen? Ja, wir nehmen den langen Weg. Jetzt weiß ich, warum du immer zu spät bist. Das ist auf jeden Fall sicherer, den langen Weg zu nehmen. Hier ist doch irgendwo ein Schatz. Nur noch eine Stunde. Ich erledige ihn. Nein, ich schalte ihn aus. Cobra 1 und Cobra 5, over. Wo ist der Schatz? Geht zum Pink Lotus, da ist was los, over. Verstanden, Cobra 1. Scheiße. Ah, ich sehe ihn. Das hier können wir nutzen. Okay. Und jetzt können wir hier rüber. Da müssen wir hin. Ohne Schneidbrenner kommen wir hier nicht durch. So. Ja, deswegen anders lang. Und zwar hier lang. Machen wir das nicht schon die ganze Zeit. Hier ist doch irgendwo wieder ein Schatz. Checke nur unsere Optionen. Bleib hier. Tja, sie macht ihrem Ruf alle Ehre. Wo ist dieser Schatz? Der ist doch hier irgendwo. Ah, genau hier drunter.
Entschuldigung. Wir machen um Kisten lieber einen Bogen. Okay, klingt gut. Eher um Kisten bei kaputten da vorne. Böden. Hier lagen. Hier hoch. Hier ist auch schon wieder ein Schatz. Hier gibt's günstiges Büromaterial, falls du was brauchst. Bist du bei deinem Job immer so gesprächig? Ja. Ja. Einfach ein stumpfes Ja. Das ist mir klar, dass da einer ist. Den haben wir ja schon gesehen. Ein Problem weniger. Autsch. Hoch hier. Ich brauche nur einen Moment. So, wir mal das. Nummer 1. Schloss knacken. Oder auch so. Suchen wir die Scheibe. Das war nur ein bisschen laut. Herzlichen Dank. Du stehst dann bitte Schmiere, okay? Ja. Himmel. Das ist ja wie in einem Antiquitätenladen. Er war wohl sehr fleißig. Was glaubst du, was das alles wert ist? Genug, um seine kleine Revolte noch ein wenig länger. Hier ist doch irgendwo ein Schatz. Oh, schrecklich. So viele neugierige Katzen. Apropos. Touché. Das stört dich nicht? Das sind alles indische Artefakte. Ist nicht mein Kampf. Wo ist dieses verdammte? Wo ist der Schatz? Der ist doch hier irgendwo. Da. Noch nicht. Und du? Nein. Salah und der Tiger. Vielleicht ist er näher als gedacht. Ich leih mir das mal aus. Fraser, komm her. Vielversprechend. Verschlossen. Nicht mehr lange. Aufschließen, bitte. Westgate, Heusala-Gebiet. Scheiße. Nein, schon gut. Nichts, was wir nicht schon wussten. Los. Das war nix. Und offen. Vorsicht. Das ist wunderschön. Shit, weg hier. Nadine,
Ross. Eine angenehme Überraschung. Ah, ah, Vorsicht, Männer. Dieser Tiger hat Krallen. Asaf? Ach, all die Jahre. Und du bist keinen Tag älter geworden. Sehr charmant. Suchst du etwa Arbeit? Ich höre, Shoreline steht unter neuer Leitung. Ein kurzer Rückschlag. Damit werde ich schon fertig. Na klar, na klar. Aber schade. Meine Männer und ich könnten jemanden wie dich brauchen. Was machst du hier? Denn das ist nicht gerade dein Spezialgebiet. Es ist eine sehr schöne Sammlung, muss ich sagen. Chloe Fraser. Ich sammle Antiquitäten. Eine Diebin. Du arbeitest für eine Diebin. Sir, wir haben ein Problem. Was? Jemand hat das ganze Team erledigt. Over. Ich bin gleich da. Die Scheibe. Oh, stimmt. Die Scheibe. Also, zuerst hielt ich sie für einen gewöhnlichen Rebellen. Aber sie haben es geschafft, das Reich der Hoysala zu finden. Gar nicht schlecht. Ihr größter Schatz. Ganeshas Stoßzahn. Das ist kein leichter Fund. Was tust du da? Drei persische Invasionen, drei verschiedene Kriege und nach all den Jahren hat ihn keiner finden können. Wir sind dran. Seid ihr nicht. Und eure einzige Chance, die ihr habt, um seinen Aufenthaltsort zu finden, ist jemand, der euch dabei hilft, dieses Artefakt zu verstehen. Jemand mit umfassendem Wissen über die Hoysala-Gesellschaft. Ganz genau. Ja. Ein Experte für ihre Kultur und Geschichte. Mein Honorar ist angemessen. Eine Parasitin. Die unseren Kampf ausnutzt, um sich die eigenen Taschen zu füllen. Hm. Das heißt also nein? Erst einmal nein. Du hast Schneid. Gefällt mir. Aber ich brauche nicht noch mehr sogenannte Experten. Erschießt sie, werft die Leichen in den Fluss. Nicht nötig. Wir werfen uns selbst raus! Und rennen! Und weg hier! Ja, alles Licht muss weg, ne? ja. Auch ein bisschen Heilung. ja, wo geht's lang? Hier runter. Oh, verdammt, was sollte das eben? Nicht elegant, aber effektiv. Du wolltest mich ans Messer liefern, oder? Das nennt man improvisieren. Wer ist jetzt hier unprofessionell? Was zur Hölle soll das heißen? Das heißt, du hast Asaf einen Vorsprung verschafft. Ich frag mich langsam, ob du die 50% wert bist. Wusste ich's doch. Du wolltest mich verraten. Du kannst einfach nicht aus deiner Haut. Du weißt gar nichts über mich. Übrigens, der Letzte, der mich verraten hat, ist tot. Da ist ein Fluss. Ja, und wehe, dein Typ ist nicht da. Shit! Okay, Zeit zu verschwinden! Na los! Direkt in ja, Zeit zu verschwinden! Also, und rutschen! Immer weiter. So, weg mit euch. Was für Weicheier. Keine Zeit zu schaffen. Weiter.
Das war daneben. Man sollte aufpassen, wo man hinspringt. Jetzt hier hoch. Oh, danke. Gut. Ja, wie offensichtlich, ne? Rennen, 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 rennen. Rennen. Immer weiter geradeaus. Hier rüber. Und Rutschparty. Rutsch an den Lichtern runter. Und los geht's. Und ab in den Fluss. Und wie sieht's aus? Ganz gut. Sollten in einer Stunde da sein. Gut. Ganeshas Stoßzahn. Kein Wunder, dass die Hauptstadt der Häusler geplündert wurde. Schau dir das Ding an. Glück gehabt? Ich brauch kein Glück. Also etwas Glück könnten wir gut brauchen. Denkst du immer noch an Asafs sogenannten Experten? Keine Sorge. Wenn Asaf nicht schon in den Guts ist, dann ist er dicht hinter uns. Und er hat Transporter, Waffen, hunderte Männer. Wie gesagt, keine Sorge. Könnte ein Schlüssel sein. Vielleicht. Mal sehen. Okay. Der Dreizack. Ganeshas Waffe. Pfeil und Bogen gehörten Parashurama und die Axt war ein Geschenk von Shiva. Die große Schlacht. Was? Die Schlacht, in der Ganesha den Stoßzahn verlor. Wenn wir diese Symbole finden, finden wir ihn. Nicht schlecht, Fraser. Naja, du kannst meinem Vater danken. Hindu-Mythen waren sein Ding. Hat abgefärbt. Er muss stolz sein. Die Sonne geht auf. Ich mach mich fertig. Gute Arbeit. Ziemlich weiter, meinen Streit beizulegen. Für meinen Seelenfrieden, okay? Schöne Aussicht. Sieh mal. Wie seltsam. Ich zweifle nie wieder an dir, Chloe. Ist das Häusala? Häusala. Das ist kein modernes Bauwerk, also sind wir auf dem richtigen Weg. Was? Mir gefällt das nicht. Dir gefällt nie etwas. Nein, wir sind fast 100 Kilometer gefahren, ohne eine Spur von Asaf. Denk positiv. Vielleicht sind wir ihnen ja voraus. Unwahrscheinlich. Ich suche den Stoßzahn. Asaf gehört dir.
Verstanden. Wir treffen uns beim Wagen. Yep. So, Foto. Unglaubliche Landschaft. Jetzt müssen wir nur irgendwie zum Auto kommen. Ich würde es nicht wundern, wenn hier irgendwo ein Schatz ist. Da stirbt man? Yep. Das ist da, das ist die Antwort. Yep. Mir geht's übrigens gut. So, dann muss ich hier irgendwie rüber. Ah ja! Seil werfen. So, und jetzt zur Seite. Noch bin ich unten, aber gleich bin ich oben. Los, gib mir die Hand. Geht schon. Okay. Soll ich fahren? Nein. Macht mir nichts aus. Mir schon. Hab gern die Kontrolle. Okay. Und ich würde sagen, hier mache ich jetzt erstmal einen Cut und bis zum nächsten Part.